Kommt von von Jaguar und Jaguar Classic Land Rover, Jaguar Zentrale, die neue Firma, die jetzt hier in Essen, wir haben uns ja kennengelernt, die wir in Essen angefangen haben. Die bauen wunderschöne Autos wieder auf und haben eine große Ausstellung hier in Essen in der Ringstraße. Traumhaft schöne Autos. Und das ist ein Beispiel dafür, was man aus einem Jaguar auch machen kann. Wunderschöner S-Typ, der ist im Programmheft leider falsch ausgezeichnet. Der Hubraum stimmt hier nicht ganz in dem Programmheft, aber original kann man den Besitzer mal fragen. Der kann ja viel mehr erzählen zu dem Auto. Also der nächste ebenfalls. Jetzt wird es ein bisschen voll, muss ich ein bisschen schneller durchlassen. Okay, also ein wunderschöner, kein Jaguar, sondern ein Daimler. Wenn man so will, ähnliche Karosserie oder gleiche Karosserie, aber etwas andere Ausstattung. Das war die etwas hochwertige, noch wertvollere oder elegantere Ausstattung der Jaguare. Ein Daimler in der ähnlichen Ausstattung wie Jaguar. Prima. Ja, okay, auf geht's, was kommt so viel dahinter? Der nächste jetzt ein ebenfalls englisches oder zwei englische Autos, ein Triumph TR4. TR4 aus dem Jahre 1965. TR4, der berühmte Triumph, der 2 Liter Motor hatte, ungefähr 100 PS, macht riesen Spaß zu fahren. Karosserie war von einem italienischen Karosserie Michelotti, die hat die Karosserie mal entwickelt, und der Wagen hat einfach eine tolle Linie und er macht Spaß zu fahren hier in dieser Ausführung mit Chromspeichenfällen. Also tolles Auto. Prima. Schönen Dank. Weiter geht's. Der nächste ist nicht geschlossen, der ist nämlich ganz offen. Der Nachfolger der TC-Serie hier, also der MG TD aus dem Jahre, was ist das, 53? 52. Also hier original in der Ausführung, jetzt nicht rechts, sondern links gelenkt. Und hier eine sehr schöne original englische Lackierung. English White, nicht? Oder English White. War der also nicht beige, sondern English White, das ist die Bezeichnung dafür. Also der Motor selbst, ein Vierzylinder-Motor mit ungefähr 50 PS oder 52 PS. Tolles Auto, auch ganz offen gefahren heute. Bravo, auch eine besondere Leistung. Applaus mal hier für die Offenfahrer. Hier, applaudiert mal, Kinder. Los, auf geht's. Ja, und das nächste, eine Sonderkarosserie von einem Bus, ein Setra. Setra stand für selbsttragende Karosserie, denn Setra hat nicht nur einfach ein Fahrgestell gehabt, wo ein Aufbau drauf kam, sondern alles war an dem Auto, war eben selbsttragend. Und dieser Bus, dieser Setra-Bus ist von wann? 57, aber eine sehr elegante Ausführung, wie Sie sehen. Hier in ganz vielen Fenstern, auch mit den Dachfenstern, diese geschwungenen Dachfenstern. Ein wunderschönes Auto, sehr selten. Und insbesondere dieser hier sowieso, weil es ein Prototyp gewesen ist. Ja, also toll, hat Spaß gemacht heute auf der Rallye, auf der Strecke. Ja, Tour war gut, höre ich von allen Seiten. Prima, weiter geht's, ja? Ja, und weiter geht's nach oben hoch. Ja, wir haben jetzt Verkehrsstau, wir müssen durchziehen. Jetzt kommt der nächste, der berühmte Franzose, 11CV, ein Auto, auch schon mehrfach dabei gewesen. Ein Vierzylinder, der in Frankreich sehr viel gefahren wurde und sehr viel gekauft wurde, insbesondere auch von der französischen Polizei. Die haben damit dann die französischen Gangster gejagt, und darum hieß das Auto auch letztendlich irgendwo Gangsterwagen, obwohl hier fahren keine Gangster mit, das sind alles ganz brave, liebe Essener. Er ist jetzt in Rente, er ist kein Gangster, er ist nur Rentner. Okay, prima, also alles gut. Auto auch in Rente, na prima. Ja, der nächste wiederum hier mit Schirmscham und offenem Verdeck, ein MGA, auch in der sehr eleganten sportlichen Ausführung. MG, der berühmte englische Sportwagen aus den 50er Jahren. Hier ein. Oh, danke schön. Ja, was mit Schirm. Ja, prima. Also, herzlichen Dank. Tolles Auto. Ist so die normale Stoßstangenausführung. Oder haben Sie den Twin Cam? Nein, ist der normale. Der 1600er, aber der wirklich Spaß macht, gefahren. Man sitzt sehr tief, man kann wunderschön die Kurven einsehen. Elegant, tolles Auto, auch offen gefahren heute, denke ich mal, zumindest zum Teil. Ja, ja, okay, prima. Ja, weiter geht's. Denn jetzt kommt wiederum diese sehr elegante Mercedes 220 S, 220 SE Cabriolet aus dem Jahre
61, also ein sehr früher, aber mit einer besonderen, kann man jetzt nicht sehen, weil da innen drin das Verdeck zu ist, eine sehr seltene Ausführung, weil er eben innen drin einzelne Sitze hat und auch die Sportsitze hier vorne ist eine Sonderausführung gewesen und die hat nicht jeder kaufen können und kaufen wollen, sondern das sind also viele nur in dieser besonderen Ausführung gemacht worden. Tolles Auto, auch schon mehrfach dabei gewesen, also hier kann man. Dankeschön, okay, weiter geht's. Ja, der nächste, bitte. Wir hatten ja heute Gegend. Nein, naja. Nee, so ist das doof. Ich nehme jetzt den Kauf. Ja, berühmtes Team, berühmtes Auto. Marc Winkelmann aus Essen, ebenfalls ein Urgestein der Essener Szene mit diesem wunderschönen MV TD aus dem Jahre 52, 53, hat er auch schon ganz, ganz lange das Auto, auch schon mehrfach dabei gewesen. Ja, offen gefahren, ohne Heizung natürlich, wie es sich gehört. Bravo, auch weitergehen die nächsten, jetzt langsam ein bisschen voll. Ja. Ja. Muss ein bisschen weiterfahren, weitergehen, ja. Ein wunderschöner Mercedes 300 SE, eine 300 SE Limousine, SEL sogar, ist eine Langausführung, also die hinteren Türen sind länger als das normale, hier aber sehr original das Auto, wie ich erkennen kann, also mit sehr originalen Lederpolsterung innen drin, ein Auto, ein 300 SE Motor, ein 6-Zylinder, hatte immerhin auch 170 PS oder sowas, also war ein sehr leistungsstarkes Auto und wurde auch von vielen Ach so, Freunde von Franz Marc haben die weiteste Anreise von wo? Von Marburg. Ach so, also eigentlich diesmal keine Essener Teilnehmer, Marburger Teilnehmer. Ja, also dennoch schönen Dank, hat sicher Spaß gemacht. Ist das dein Auto, Franz? Ist das dein Auto? Nein? Okay, ansonsten, Franz hat einen ganzen Stall von Autos, denke ich immer, es könnte ja sein, dass einer von ihm ist. Ist aber nicht. Also von ihm trotzdem schönen Dank, alles Gute und Weiterfahrt bis zur Ausstellung. Ja. Tolles Auto. Ja, hier ebenfalls ein Mercedes, auch in Silber, aber mit dem Vorgänger nichts zu tun, ist ein 220 S Cabriolet oder ein SE. S, also eine Vergaserversion von 1957. Also ein wunderschönes Auto. Wenn das Verdeck zurückgeklappt ist, das wäre so schade heute. Da hatte man eine so wunderschöne Karosserielinie. Sehr elegant. Sehr viel Chrom. Eine sehr wunderschöne Innenausstattung, sehr viel Leder. Also ein wirklich sehr elegantes Auto. 6-Zylinder-Motor, 106 PS oder sowas, glaube ich. Und 2,2 Liter, aber ein wirklich elegantes Auto zum Cruisen, zum Touren. Toll, prima. Weiter geht's. Die nächsten sind jetzt sportliche Engländer. Und zwar hier der berühmte Froschaugen-Sprite. Der Froschauge, der Austin Healey Froschauge, aber der hat eine besondere Karosserie, denn er hat nämlich, ist das eine Speedwell-Ausführung? Ist kein Frosch. Ach so, das ist ja die Haube. Entschuldigung, also falsch, ist kein Frosch. Nein, es gab der Nachfolger ist der Frosch, ihr habt den vertan, Entschuldigung. Nein, das ist also nicht der, das ist also eine andere Ausführung, das ist nämlich eine sehr seltene Karosserie, eine englische Speedwell-Karosserie auf einem Austin-Fahrgestell, etwas modifiziert, bisschen stärker, also nicht nur 50 PS, sondern wahrscheinlich nur 75 oder 80 PS, vielleicht sogar noch mehr. Macht Riesenspaß zu fahren, ein leichtes Auto, tolles Auto, aber in dieser stromlinienförmigen Karosserielinie mit dem anderen Verdeck. Tolles Auto, schönen Dank und weiter geht's mit dem nächsten, denn hier kommt jetzt der originale Frosch. Hier ist der Frosch. Ja, der Austin Healey Sprite mit 90 PS. 90 PS, original hatte der nur 45, also hat er doppelt so viele. Haben sie ein bisschen modifiziert. Scheibenbremsen drin, wie man sieht, und dann 1200 Motor drin oder 1200er Motor, genau, Doppelvergaser, bisschen präpariert. Aber ansonsten originales Auto, original englischer Baujahr 60, englischer Austin Healey Sprite als Froschauge. Tolles Auto. Prima. Weiter geht's. Und hier. Vorfahren bitte. Ja, jetzt fängt der Healey an. Der Elite fängt an zu kochen. Leider. Dabei ist das ein so traumhaft schöner. Bitte, fahren durch. Ja, okay, prima. Also dennoch was ganz kurz was sagen dazu.
die berühmte Lotus Elite, eine komplette Kunststoffkarosserie mit einem sehr interessanten Motor, dem Coventry Climax Motor, oben die Nockenwelle. Das Auto ist ein einfacher Traum, fährt sich wunderschön, ist ganz leicht, ganz schnell, aber er macht einfach nicht gerne Stau. Und er möchte lieber gerne gefahren werden. Darum auf geht's bis zur nächsten Rasse. Also okay. Die konnten keinen Stau vertragen, dann werden die heiß. Ist nicht kaputt? Nein. Ja. Also auch wiederum ein wunderschöner, großer Jaguar. Ja, ich finde mich jetzt hier hin. Schneller machen auch noch. Ja, also ich werde hier aufgefordert, ein bisschen hier zu aktivieren. Also, ich habe schon einige von Ihren Wagen vorgestellt. Ich glaube, auch das ist ein Traum von einem Auto, ein S-Type Jaguar aus dem Ende der 60er Jahre. Prima, schönen Dank. Und jetzt kommt auch schon, wenn Sie weiterfahren wollen, und jetzt kommt auch schon, ja, jetzt kommt eigentlich der Tour de Rue Streckenchef. Und zwar berühmter Claudio Schlechtendahl. Da kommt er. Claudio hat die Strecke mal wieder ausgearbeitet. Alle sind völlig begeistert davon. Wie kommt das, Claudio? Warum sind alle so begeistert von der Strecke? Ja, weil ich ein halbes Jahr daran gearbeitet habe. Hier sprecht mal weiter. Wer? Der Erich Schulz hat Geburtstag. Wo ist denn der Erich? Der Erich hat Geburtstag. Heute? Nein. Maria, ihm schmeckt's nicht. Nein, Erich, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Die Familie Schulz in diesem traumhaften Mercedes SE Cabriolet, ein Traum von einem Auto, und Erich Schulz, das Urgestein aus der Essener Oldie-Szene, ebenfalls Franz Marc Freund, Maria fährt, alles prima. Also, alles Gute, wir singen gleich für dich, Erich. Jetzt singen wir nicht, singen wir später. Okay, ja. Auch hier der Joachim Castell und Gattin Gabi. Meine ich doch. Gabi, die beiden sind seit Ewigkeiten dabei, in ebenfalls seit wie vielen Jahren hast du ein Auto? 50 Jahre? Ja. Ja, also hast du lange genug. Ein berühmter Mercedes 170 VVA Cabriolet. Ein sehr seltenes Auto, ein wunderschöner Ausführung. Du sagst, er wird von Jahr zu Jahr immer besser und immer schöner. Ja, aber du hast zumindest einen besseren Beweis dafür, dass du alle Wege zurückgelegt hast. Und man kann es ja sehen, wie ein Auto aussieht. Oben sauber, oben hui, unten fui. So, weiter geht's. Ja, hier ein schwedischer, zu viel Engländer hier, ist furchtbar. Dabei ist das ein so traumhaft schöner Buckel-Volvo, der P544 von Volvo. Ein Auto, der natürlich aus Schwedenstahl immer Garant war für Zuverlässigkeit, für beste Verarbeitung. Man sagte, das Auto würde nie rosten, weil es der Schwedenstall war, aber der rostet auch, aber diesmal nicht. Der ist ja in einem wundervollen Zustand, fährt sich auch sehr flott. Ich glaube, den fahrt ihr aber auch gerne bei sportlichen Veranstaltungen, sehe ich. Zumindest hat er so einen leichten sportlichen Trim, macht sicher Spaß zu fahren, wahrscheinlich auch ein bisschen modifiziert. Also prima, schönen Dank, wunderschöner Volvo, herzlichen Dank, Volvo P544. Ja, MG TD haben wir auch schon ein paar vorgestellt. Vorhin auch hier ein traumhaft schönes Auto in der originalen British Racing Green Version, auch links gelenkt, also jetzt hier auch mit Chromspeichenfelgen und einer sehr schönen Holzapplikation, Wurzelnoss-Ausstattung am Instrumentenbrett, traumhaft schön, also toll. Weiter geht's, aber wir haben schon mehrere von den TDs gesehen. Hier ein, ja, wo ist er, der echte? Nee. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier stellen wir Ihnen vor den berühmten Chirurgen aus Essen, Professor Marc Göpel. Marc Göpel mit seinem diesmal 220 oder 280. 300, ach du Gott, ich sehe die Leiste, ja natürlich, ein 300 SE Coupé. Eigentlich hätte er ein anderes Auto mitgebracht, stand in der Garage, offener. Englischer Sportwagen, hier aber jetzt diese elegante andere Version dafür. Lieber Marc Göpel, herzlichen Dank, toll gefahren. Ja, wir müssen noch mal irgendwann gleich zu der Strecke was sagen, aber machen wir gleich mal, zur Gelegenheit haben. Ja, ein Gogo 250, guck mal, mit 4 Personen besetzt. Hinten sind die kleinen Ungeheuer drin. Er ist da, ja, er hat die ganze Strecke gefahren. Die ganze Strecke gefahren. Liebe Freunde, hier mal ein besonderer Applaus. Die ganze Strecke in einem 13 PS Gogo gefahren.
bis nach Grombach und wieder zurück. Toll, prima, ganz klasse. Zweitakter, Zweizylinder, Gogo. Ja, hier auch ein Auto, von dem man glaubt, von denen hat es genug auf den Straßen gegeben. Aber dieser hier in dieser Ausführung ist so schön und so selten, dass man glaubt, das ist ja traumhaft, dass ihr den Wagen wieder aufgebaut und wieder hergerichtet habt. In einem sehr schönen Zustand ist das ein 190er. 190er, ein echter 190er aus den Anfang der 60er Jahre mit den kleinen Knubbel, mit den kleinen Knubbelleuchten auf der Seite, auf den Kotflügeln, diese kleinen Blinkleuchten. Tolles Auto, sehr schöner Zustand. Ja, und jetzt kommen, jetzt wieder sportlich, jetzt kommt einmal der berühmte, kein Fiat, sondern ein Steyr-Puch von Freund Jünnemann, der den auch schon viele Jahre hier uns vorgeführt hat, Originalausführung, sehr rennfähig mit dem karierten Deckel. Ja, toll, kann man viel sagen. Jetzt kommt nämlich aber gerade unsere Freunde aus der Motorradzunft. Also euch gebührt heute wirklich ein riesen Applaus. Offen gefahren, mein Gott, Jürgen Smiegel, meine liebe Freunde. Er sagt immer, wir bekommen besonderen Applaus, aber er bekommt nie welchen. Ist er denn einer von uns, nimmt das Mikro und sagt, klatsch doch mal für den Moderator. Der kennt so viele Fahrzeuge. Und für den Claudio, das ist dieser da mit dem silbernen Haar. Danke für die großartige Strecke. Es war wundervoll. Danke. Also dennoch, ich bewundere euch trotzdem, darf ich das euch bewundern, was ihr heute gemacht habt bei der langen Strecke. 280 Kilometer auf diesen Tieren hier, auf diesen wundervollen originalen Motorrädern à la Bonheur. Also wirklich nochmals, besonderer Applaus, die einzelnen Maschinen vorzustellen. Ist jetzt die Zeit wieder zu knapp, mal üblich. Ihr habt es verdient, dass man euch mal einzeln vorstellt, aber bei der nächsten Gelegenheit. Im nächsten Leben. Okay, also Applaus und auf geht's bis zur Abstellung. Das genaue Gegenteil zu der Sportlichkeit kommt jetzt, eine elegante Ausführung des berühmten Rolls-Royce in einer wunderschönen Karosserielinie. Traumhaftes Auto, sehr original, wie Sie sehen, in einer zweifarbigen Ausführung. Also Rolls-Royce gibt einfach irgendwas von der Linie her, von der Ausführung her. Es ist einfach immer eine sehr tolle Erscheinung, so ein Auto. Also prima, weiter geht's. Es kommt nämlich noch eine ganze Reihe von weiteren Autos. Ja, da ist er, der berühmte 300 SL, gefahren von Klaus Selzer. Auch aus Essen, Essener Urgestein, auch der Szene. Immer wieder toll, euch zu sehen in dem Auto. Er steht euch wirklich gut zu Gesicht. Es ist aber auch wirklich ein traumhaftes Auto. Ein 300 SL ist einfach ein 300 SL. Man muss dafür gar nicht viel sagen, denn es ist einfach eine grandiose Technik, eine Karosserielinie, deutsche Produktion, deutsches Auto, sehr selten und hier auch in einer sehr originalen Ausführung. Lieber Klaus Selzer, herzlichen Dank für das Auto. Toll, die nächsten Autos kommen dahinter. Also alles Gute, bis später. Ja. Ein Riesenauto, der richtig viel Spaß macht beim Fahren, ein Thunderbird, ein traumhafter Herr Max von Fürstenberg, der den Wagen fährt, auch schon viele Jahre hier uns vorgeführt hat, verschiedene Autos, toll hier auch mit dem Auto, ein Thunderbird Coupé, ein Brougham Coupé, eine sehr seltene Karosserieversion, ansonsten Ford, Power ohne Ende, tolles Auto, Beifahrer sind abhanden.